Jutschi Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben gerade eben Begegnung mit Wildpferden gehabt und treffen hier, haben unterwegs auch ein paar andere Leute getroffen, so zu so ein Sammelpunkt, würde ich mal sagen, wo man eine Art Hotel im Mongolen-Style, sprich, ist es so ein großes Set. Eigentlich ganz sehr gemütlich. Und sie fragt uns aber in Hammer. Ich glaube leider nicht. Manche benutzen ja Boppen dafür, auch wenn sie genau wissen, dass das gefährlich ist. Och, ja, aber ja. Lass das bloß nicht in deine Nähe explodieren. Ach, stimmt ja. Ich habe ja die Bomben. Aber was meinst du, es regnet Opale? Na, sieht sicherlich schön aus, ob das wirklich eine gute Idee ist. Weil, naja, Opale sind schließlich auch Steine und können wehtun. Hallo, hier, Hateno. Okay. Ich mach den Weg. Alter, ich bin die Kassette aufnehmen. Das müsste schon seit... Ach, keine Ahnung, welche Folge das jetzt ist, Leute. Das weiß ich echt nicht. Aber... Ich bin wirklich ganz am Anfang. Okay, wir haben den vergessenen Plateau hinter uns gelassen, sind jetzt im Hyrule gelandet und sollen uns auf dem Weg nach Kakariko machen, um Impa zu treffen. Und der Weg schon dahin hat schon immense viele Parts. Ich glaube, da sind wieder so Steine. Aber nicht gerade die Warnung. Ja, lass nichts in der Nähe explodieren. Okay, kam ein bisschen spät. Ich habe die schon mal in die Luft gejagt. Oh, cool. Ablegen? Bernstein. Bernstein ist im Grunde genommen eigentlich... ja, versteinerter, also versteinerter, Mann, wie heißt das Zeug, das aus den Bäumen suppt? Also versteinerter Baumsaft. So. Gehen wir wieder auf die Jagd. Ich frage mich, ob man auch auf die Pferde abschießen könnte. Aber das wäre, ich weiß nicht. Das wäre doch irgendwie böse. Ich meine, wir reiten doch nachher Epona. Rüstling, her damit. Und so, und dann ihren Kollegen futtern. Steinsalz. Ach ja, könnte ich ja beim, könnte ich mal nächstes Mal, wenn ich mal wieder koche, das hinzufügen. Salz macht das ja auch noch leckerer. Toll, ich koche Rüstgras. Eine robuste Heilpflanze, die nichts abbricht, wenn man auf sie tritt. Ihre festen, aber flexiblen Fasern erhöhen die Abwehr, wenn man sie Oh, cool. Oh, hier war doch noch irgendwie so ein, dass ich noch in die Luft springen kann. Ach nee, der kam ich ja, oder? Nee. Doch, da kam ich doch. Oh, Kraniche. Ach, super, komm mal her. Her damit.
Her damit. Also Leute, die Minecraft für dieses ganze Zutatengedöns leben, die werden hier auch total glücklich. Oh, ich hoffe, das riecht für mich. Naja, die Vögel kriegt man schneller down. Naja, die haben nur mal weniger Widerstand. Hä? Achso, ich muss aber hier rumlaufen. Hä? Hey! Das kommt mir bekannt vor. Ist das ein Krog? Ist das ein Krog? Oho! Der ist aber groß geraten. Oho! Marunus? Marunus? Okay. Du! Du kannst mich sehen! Ich sehe dich! Toll, toll! Es ist schon 100 Jahre, dass mich jemand gesehen hat! Ich bin Marunus! Ich dachte, er wäre ein bisschen klein. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte, bitte hör mir meine Geschichte an. Meine Lieblingsrassen, die Monster haben sie versteckt. Okay. Sie sind in den Felsen dort. Ohne sie kann ich meine Kräfte nicht einsetzen. Oh, da bitte ich dich. Bitte hol meine Rassen von ihnen zurück. Die haben sie waren Rassen. Okay. Dann wollen wir mal... Bin ja eigentlich schon. Bin ja schon daran gewöhnt, mich in Schwierigkeiten zu bringen. Aber wir gehen mal hier mal langsam. Auch. Also Entdeckung auch. Ach du Schande. Habe ich da irgendwie was, ich in die Luft springen kann? Nö. Oh, die Bombe. Ach so, ja. Ja, aber geh erst kurz. Geh zur Seite, Link! Ah. Toll, ich hab geguckt, ja, wo ist... Oh, ja, du willst schießen dann. Ups. Stopf es in dir rein, Junge! Ja, toll, funktioniert der hervorragend. Ja. Toll! Super, duper! Okay. Sollen wir vielleicht mal wirklich daraus mal was machen? Ich schätze, hier sind die Rasseln drin, ne? Soll das aber heißen, der arme Kerl... Marunus Rasse. Marunus liebt seine Rassen über alles. Schon hat er von 2 Jahren schon, er sie begeisterte. Oh, schön hier. Ich hätte nicht gedacht, dass die einen guten Sinn für das haben. Oder ein typischer Fall von einem blindes Huhn sagt auch mal ein Korn. Ne? Nee. Was soll ich denn mit dem Scheiß? Also ernsthaft, was soll ich mit dem Müll? Na nu, da kommt einer. Hassel! Oh, das ist...
Ja, hier. Und da kommt einer, der muss auch denken, was macht der Kerl da? Ich bin so glücklich, aber meine Rassen, die Koks haben in ihnen sind fort. Deswegen sind sie nicht mehr so toll wie früher. Oh, wenn ich nur einen Koks habe, hätte, könnte ich singen, tanzen und meine Kräfte nutzen, um dir zu danken. Zum Beispiel könnte ich dir in einer Taschen vergrößern. Oh ja. Die Kindesweite haben die Kokosamen aus seinen Rasseln bestibitzt. Und all das, was ich hier nach meinen Ohren gesucht habe. Oh, dieser Geruch. Koksamen! Du hast Koksamen von den Kindern des Waldes erhalten. Bist du nicht selbst ein Kind des Waldes? Ich meine, du bist auch ein Krok und das waren auch Kroks. Wenn du mir einen Koksamen gibst, vergrößere ich zu lang. Ja, bitte. Oho, fein, fein. Aber welche Farbe soll es sein? Ach, was nehmen wir denn da? Komm schon, na, los geht's. Die Backtasche ist auch größer. Oha. Oh, du hast ja noch mehr Krocksamen. Lass mich deine Tasche vergrößern. Bombentasche, Bogentasche. Komm schon, ganz im Mittels. Du, da ist jemand. Und wenn er dich nicht, und wenn er dich nicht sieht, dann. Da. Und ich tanze rum, dann denkt er sonst was von mir. Oha. Oh, jetzt ist es schon so spät. Ich muss zurück nach Hause, bevor Großvater sich aufmacht. War das nicht erst vor 100 Jahren oder was? Hab ich damit? Tut mir leid. Muss los. Koksamen kann ich immer noch gebrauchen. Also bring sie zum Wald des Koks, wenn du welche finden willst. Ja, okay. Danke, dass du deine Krasse zurückgebracht hast. Sobald wir uns verabschiedet haben, gehe ich nach Hause in den Wald zurück. Oh, du möchtest etwas plaudern? Guck. Der Wald des Krok. Der Krok. Krok? Ist das nicht irgendwie so ähnlich wie Glühwein? Komischer Name, dann. Okay, es wird anders geschrieben, das weiß ich, aber dennoch. Der Wald der Koks, das muss nördlich von hier sein. Großvater hat immer gesagt, wenn du dich verlaufen hast, folge den Hildia-Fluss nach Norden. Genau das hat er gesagt. Also muss es stimmen. Oho, du willst immer noch plaudern? Wer bist du? Oho, jetzt, als du sagst, ich habe mich gar nicht ordentlich vorgestellt. Ich bin Marunus, der Musiker im Wald der Kroks. Jetzt sehe ich das. Seht euch mal die Rasseln an. Die sehen ja aus wie die roten Schleimis. Ich glaube, die sind ein bisschen orientiert, oder? Haben sie es nicht bemerkt? Komm schon, sing und tanz mit mir. Da ist jemand, der uns beobachtet, wie so mich. Und der denkt, ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Du willst immer noch plaudern? Ja, Koksamen. Die Koksamen sind von den Kindern des Waldes ziemlich hart. Wie Dekonüsse. Es wäre wohl unschicklich, weiter darüber zu reden. Oh, willst du immer noch plaudern? Nö, ich weiß es. Wiedersehen! Muss ich das jetzt verstehen, was er... Das ist so diese... Ach, die Mittagssonne. Hey, Brusche, bist du auch ein Bergsteiger wie ich? Ja, irgendwie schon. Immer dich die Felswände hier in der Gegend sehe, gerät mein Wulut in Wallung. Ich kenne aber noch äußerst gerne, musst du wissen. Ein Freeclimber also. Übrigens, ich biete auch einiges zum Verkauf. Tolle Sachen, die ich auf meiner Reise aufgesammelt habe. Zeig mir ja mal. Hier ist mein Geschoss. Ach, nö, hab ich. Und jetzt kannst du auch nicht was bauen? Kaufst du auch? Aber natürlich kaufe ich auch. Sag, was du hast. Ein Burgling für Füssen. Du müsstest alles verkaufen. Ich biete dir 102 Rubine. In Ordnung? Geht in Ordnung. Das solltest du nicht in den Arsch schieben. Gut, möchtest du noch was verkaufen?
Ich kaufe dir alles ab, was du hast und nicht brauchst. Okay. Alles verkaufen. Ja, gut. Boah, sonst... Und jetzt? Kannst du noch nicht was gebrauchen? Nee, leider nicht. Bis bald. Der guckt Amy aber so... Ah, warm gebügelt an. Okay, jawohl. Ich merke, ich habe nichts gegen ihn. Und ich dachte, er wollte weiter. Also, Marunus. Alter, wie ist doch mal der Krog, den wir retten mussten in The Wind Waker? Oder später als Nachfahre eines der Weisen entpumpt hat? Das war doch... Makurus war das, nicht Maruno. Wie bist du hierher gekommen? Sag mal, kennst du eigentlich dich mit Sprengstoff aus? Schmeiße, lege eine Bombe und zünde, aber sonst bin ich nicht so... Hier in der Gegend gibt es ja große Menge hochqualifizierten Erz. Wie wär's denn, wenn du mal eine Bombe austestest, um eine hübsche Explosion hervorzuheben? Hast du mich nicht davor gewarnt, noch vor kurzem? Mhm. Pass aber auf, dass du nicht in meiner Nähe herumzündest, in Ordnung? Okay. Komm mal. Das? Hä? Hallo! Hui, du hast mich entdeckt! Tschüssi! Wusste ich's doch. Hm? Ach so. Oh, Pilze. Da koche ich eine leckere Pilzsuppe daraus. Und das... Wir haben wieder Fleisch. So, so. Ups. Hey, hier geblieben. Hier geblieben. Du sollst doch nicht wegrollen. Okay, werfen wir mal. Ich hoffe, der Typ ist jetzt nicht, werfen, Junge. Wo ist das blöde Ding? Wie das... Ja. Ihr könnt es mal wegwerfen. Ich hab hier Bomben. Ach so, ja. Ja, die ZR-Taste ist ein bisschen angenehmer. Warum drücke ich da eher drauf? Ja, toll. Sag mal... Hä? Ja, ich hab doch eher gedrückt, aber... Oh, da flog der weg. Interessiert ihn aber nicht sonderlich, dass hier jemand einfach so vor seinen Augen Leute... Also, nee, nicht auch Leute, also Tiere abschießt. Nee. Ist und einfach hier mit Sprengstoff arbeitet. Ziemlich hart in dem Deal, Jana. Hä? Was ist denn da? Pfeile. Oder? Kann ich da irgendwie hoch? Nö. Okay, wir sind endlich in Kakariko angekommen, Leute. Wir sehen uns in dem nächsten Port.
Also, see you, Madani.